Der FC Bayern München und der FC Kopenhagen trennen sich am fünften Spieltag der Champions League Gruppenphase mit einem 0 zu 0. Tatsächlich die lange, lange Siegesserie vom FC Bayern, ich glaube 17 Champions League Gruppenspiele in Folge gewonnen, geht damit zu Ende. Die ungeschlagene Serie, die allerdings bleibt bestehen. Kopenhagen, vielleicht mit ein bisschen Glück, haben sich viel hinten reingestellt. Ich bin sicher, ihr habt schon die eine oder andere Reaktion von mir entweder live im Stream noch gesehen oder irgendwie halt Short oder whatever. Es gab kurz vor Schluss eine Elfmeterszene, war kritisch. Am Dienstag gab es den gleichen Elfer dreimal. Klar, es ist wenig Kontakt. Generell sollte das kein Handspiel sein. Es gab aber in der Champions League zu oft diesen Elfmeter schon für so viele schlechte und geringe, wenige Handspiele. Ganz, ganz übel. In diesem Video bewerte ich die Leistung aller Bayern-Spieler. Abonniert du unbedingt diesen Kanal. Du siehst hier 48.886. Wir wollen, also ich will, dieses Jahr noch die 50.000 Abonnenten erreichen. Also tu mir doch den Gefallen. Und wenn du neu bist und Fan von FC Bayern bist, abonniere den Kanal. Ich bin davon fest überzeugt, dass es dir hier gefallen wird. Und jetzt beginnen wir mit der Bewertung. Schreib deine Bewertung zu die Spieler auch gerne in die Kommentare. Wir fangen an mit unserem allerersten Spieler. Wir haben immer die Kategorien Mann des Spiels, gut gespielt, in Ordnung, schwaches Spiel und schlecht. Erster Mann, Alphonso Davies, würde ich da einordnen. Ganz klare Sache, er hat auf keinen Fall irgendwie großartig was Besonderes gemacht. Aber er sollte mal heute, er hat eine andere Rolle, vor allem im ersten Durchgang, als sonst gespielt. Er ist nicht so viel mit in die Offensive gegangen. Er hat Mathys Tel, der ja davor ihm gespielt hat, nicht so sehr unterstützt, wie wir es sonst oft von Davies sehen, dass er wirklich nicht ein linker Verteidiger ist, sondern so ein klassischer Schienenspieler, den du in einem Dreier-Fünfer-Kettensystem hast. Aber Bayern hat es in einer Viererkette gespielt und Davies macht es ja sonst oft so, dass er wirklich offensiv ist. Diesmal wirklich klarer linker Verteidiger. Hat nicht so viele Wege mit in die Offensive gemacht. Und der FC Bayern hatte natürlich viele Möglichkeiten dafür. Wirklich viele Möglichkeiten. Also, weil Kopenhagen dann einfach auch so wenig in die Offensive gemacht hat und im Gegenzug dann da viel hinten drin stand. Deswegen konnte man eigentlich viele Meter nach vorne machen. Ich finde, Davies hat diese Rolle gut interpretiert. Er hatte dieses Mal nicht diese Ballverluste in der eigenen Hälfte. Am Anfang des Spiels sind ein, zwei Pässe nicht angekommen, aber ich glaube, wenn wir bei diesem Spiel jetzt uns auf die kleinsten Fehler zu sehr versteifen, dann geht das ganz schnell den Bach runter. Ich fand, Davies hat es in diesem Spiel gut gemacht. Wir machen weiter mit Konrad Leimer. Und das ist schwierig, weil diese Partie einfach schwierig ist. Aber an sich hat er das hinten und das war seine primäre Rolle. Er hat wieder rechter Verteidiger gespielt. Sollte er da hinten alles gut wegverteidigen? Ich tue mir bei diesem Spiel wirklich sehr schwer, angemessene Bewertungen für die Spieler zu finden. Aber es ist vielleicht eher da. Man kann sich drüber streiten. Vielleicht nehmen wir es eher da, weil er dann doch in der Offensive mir teilweise nicht so gut gefallen hat, wo er da dann sich platziert hat. Ja, ich glaube, ich gehe damit. Ich glaube, das ist am fairsten, sage ich mal, insgesamt. Es ist generell ein sehr schwieriges Spiel zu bewerten. Ich meine, bei einem 0 zu 0 muss man mal überhaupt irgendwie gucken, was da überhaupt geil ist und was nicht so geil ist. Er hier aber in Ordnung, würde ich sagen, hat defensiv seinen Job gemacht. In der Offensive kam nicht so viel, aber gleiches wie bei Davies im ersten Durchgang war das auch nicht gefordert. Deswegen kann man da sagen, in Ordnung. Wir machen weiter mit, boah, das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Harry Kane fand ich heute eher schwach. Also ich glaube, er ist original nur einmal zum Abschluss gekommen. Und das war der Schuss aus der Distanz. Er hat es einmal noch im Strafraum versucht. Da hat er den Ball aber nicht getroffen. Und das ist hart. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Aber der war mir heute leider einfach zu unauffällig. Er hat auch keine Zuspiele bekommen. Er war im 16er auch immer gedeckt. Oder am 16er hat sich da mal versucht, fallen zu lassen. Aber das war heute leider einfach nicht gut. Das war nicht so, wie wir Harry Kane sonst oft sehen. Deswegen, und ja doch, ich finde es angemessen. Harry Kane, muss man da nochmal so hart sein. Nicht unbedingt, weil er jetzt irgendwie die Chancen vergeben hat oder so. Also nicht deswegen, weil er jetzt ein Chancentod war, war es ein schwaches Spiel, was sonst potenziell ja eher bei einem Stürmer der Fall ist, sondern wirklich einfach, weil er keine Bälle vorne bekommen hat. Er war auch nicht immer gut in Position. Harry Kane deswegen für mich schwaches Spiel. Wir machen weiter mit Joshua Kimmich. Das war in Ordnung. Unter meinem letzten Video hatte ich, glaube ich, Kimmich, ich weiß nicht, wo ich ihn eingeordnet hatte, aber viele Leute haben es kritisiert, weil sie meinten, das war genau Kimmichs Aufgabe eben, die Bälle zu verteilen. Und er wurde in diesem Spiel nicht so viel gebraucht. Hier hat er auch die Bälle wieder gut verteilt, sich hinten abgeholt, ein, zweimal Zweikämpfe gewonnen. Aber ganz im Ernst, bei einem 0 zu 0, bei dem dann nichts passiert, da kannst du, auch wenn er seinen Job in dem Fall erledigt hat, aber das war nichts. Und es ist deswegen 0 zu 0, ohne irgendwelche Szenen. Er konnte nicht positiv auffallen, er ist nicht negativ aufgefallen. Deswegen für mich einfach
der Inbegriff von einer Partie, die in Ordnung war. Wir machen weiter mit Kingsley Coman. Ich glaube, den muss ich auch da einordnen. Vielleicht kann man sagen, er ist höher, vielleicht kann man ihn hier irgendwo hinstellen. Hat die ersten, ich glaube, genau 63 Minuten waren es, dass er bis Thomas Tuchel gewechselt hat. Das konnte ich mir aus irgendeinem Grund ganz gut merken. Hat er gespielt, hat Kreativität versucht reinzubringen, immer wieder auch mal mit Tempo, aber da kamen die Zuspiele nicht. Dann ein, zweimal mit Leimer auch, hat das Timing einfach nicht gepasst. Das ist einfach, ja, bei einem 0-0, wenn auch in der Offensive nichts geht, ist das schwierig zu bewerten. Da kann man die Abwehrspieler definitiv gleich positiver bewerten, wenn wir dann noch zu denen kommen. Aber Kingsley Coman hier auch da. Es war einfach schwierig. Kopenhagen stand, und die Leute, die im Stream gestern dabei waren, die wissen, ich habe da jetzt viel und lange drüber geredet, Kopenhagen stand sehr tief, sehr lange, sehr viele Männer am und im eigenen Strafraum. Und wenn da teilweise halt wirklich, und das ist jetzt nicht übertrieben oder gelogen irgendwie, sondern halt 8 Männer im und am Strafraum stehen, da kannst du nichts machen, da kommst du auch nicht durch. Da findest du nicht mal Platz zum Schießen. Du hast nicht mal den Platz, zu einem Abschuss zu kommen, geschweige denn irgendwie eine Flanke reinzuschlagen, wenn da halt wirklich, dann sagen wir mal noch 6 Männer im Zentrum stehen. Das kannst du nicht machen, und dann kommt dann halt leider auch diese Bewertung zustande. Was mir wirklich gut gefallen hat, und da packe ich auch wieder direkt beide, und ich habe es oft so, dass ich das Innenverteidiger-Duo da zusammen hinpacke, aber besonders Leon Goretzka, und den würde ich noch hervorheben, weil er erst das zweite Mal diese Rolle gemacht hat, fand ich super abgeklärt, immer noch diese Schiene, diesen Klumpen, wenn wir ehrlich sind, das ist ein fucking Klumpen, den er an der Hand hat, diese Schiene hat er immer noch, hat er aber gut gemacht dafür. Zweites Spiel in der Innenverteidigung, gute Arbeit gemacht, Upamecano genauso, seit langem das erste Mal, dass er als linker Innenverteidiger wieder gespielt hat. Der spielt sonst immer rechter Innenverteidiger, entweder mit De Ligt links als linker Innenverteidiger oder halt mit Minjae Kim als linker Innenverteidiger. Erste Mal er selber wieder links gespielt, das ist, und das ist wirklich ein Unterschied. Vielleicht finden das manche nicht so krass, weil zum Beispiel die Flügelspieler ja auch oft wechseln, aber das macht schon echt in der Innenverteidigung einen Unterschied, alleine schon für den Aufbau des Spiels, aber das hat er wirklich gut gemacht, und an der Innenverteidigung muss man sagen, hat es ganz, ganz klar heute nicht gelegen, dass dieses Spiel nicht gewonnen wurde. Wir machen weiter mit einem Mann, wow, also wirklich schockverliebt. Rafa Guerreiro hat mir richtig gut gefallen, richtig gut, den würde ich, ja doch, sagen wir mal, vielleicht kann man Goretzka, würde ich Goretzka davor setzen, weil er diese Position, nee, ich bleib dabei, fucking Rafael Guerreiro, bester Spieler bis dato von denen, die wir hier aufgelistet haben. Der Mann hat mir so gut gefallen, der hat die 6er-Position oder 8er-Position sehr offensiv oder relativ offensiv interpretiert, aber trotzdem ein starkes Stellungsspiel, sodass er in der Defensive nie gefehlt hat. Vielleicht auch einfach, weil der Gegner nicht viel in der Offensive gemacht hat, aber das hat mir richtig gut gefallen, was Rafael Guerreiro hier gezeigt hat, und da sehe ich gerne mehr von. Also er ist teilweise wirklich wie so ein zweiter Zehner mit aufgerückt in die Offensive, Kreativität reingebracht, hier mal einen Schnittstellenpass gespielt, da mal den Ball durch die Beine durchgelassen. Also Rafa Guerreiro, das war erst sein, ich glaube, das war sein, oh, wir haben es vorhin nachgeguckt vor dem Stream, sein drittes oder vielleicht auch viertes Pflichtspiel für den FC Bayern. Ich will mehr davon sehen. Ich hoffe, dass er jetzt endlich mal fit bleiben kann, weil das, was er da gespielt hat, so heute, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Die ersten 70 Minuten, auch dann wurde er ausgewechselt für Alexander Pavlovic. Richtig, richtig gut gefallen, was der gespielt hat. Wirklich, da müssen wir hoffentlich in Zukunft mehr von sehen. Wir machen weiter mit einem Spieler, der mir leider nicht so gut gefallen hat. Thomas Müller fand ich heute auch wieder schwach. Thomas Müller, ich weiß es nicht. Ich bin kein Fan davon. Ein paar Leute haben im Stream gesagt, ja, Müller ist einfach zu alt, der bringt es nicht mehr. Das glaube ich nicht. Aber auch hier, und da packe ich auch dann direkt leider den Teller, und ihr wisst, wie sehr ich Mathis Tell liebe, aber diese Offensivmänner, und ich fand Coman doch wirklich ein Stück besser auf der rechten Außenbahn, das war einfach nichts. Vielleicht sind meine Erwartungen an Tell zu hoch, und man kann ihn in Wahrheit auch hier einordnen. Ich glaube, man kann ihn auch in Wahrheit da einordnen. Aber ich glaube, Fairness halber für diese gesamte Offensivleistung würde ich die drei da so ein. Vielleicht habe ich von Tell wirklich mehr erwartet. Er hatte ein, zwei wirklich glänzende Aktionen und diesen einen guten Abschluss und eine gute Seitenverlagerung für Coman relativ früh, als dann auch eine Chance entstanden ist. Ich glaube, nee, das ist unfair. Ich glaube, Tell ist doch in Ordnung. Wenn ich so nochmal Revue passieren lasse und drüber rede, was er gemacht hat, dann habe ich vielleicht wirklich mehr erwartet, weil ich generell hohe Erwartungen immer an Mathis Tell habe und viel Vertrauen in ihn. Aber das war dann, ja, wirklich in Ordnung. Dafür, dass man wahrscheinlich normalerweise so hohe Erwartungen hat, und er kann nicht diese Power, die er sonst bringt, wenn er nach 85. kommt, was Tuchel so oft macht, wenn er da nach 85. kommt, dann hat er so viel Power, kann jeden Ball ablaufen und hinterher rennen, das kann er da nicht mehr. Ja, und Thomas Müller, auch wenig Chance kriegt, er hat ja sogar durchgespielt, tatsächlich hätte er noch vielleicht den Elfer rausholen können, hat er im Interview hinterher bei The Zone gesagt, der Gegner schubst ihn halt mit beiden Händen, ist er am Rücken von Müller dran. Klar, das war nicht dolle, aber es war einfach ein dummes Foul. Das hat Müller auch so gesagt.
Und das kann man durchaus mal bestrafen, weil es dann einfach nicht klug war. Es war nicht klug gemacht von seinem Gegenspieler. Aber wenn ihr mich fragt, das war auch kein Elfmeter. Deswegen Thomas Müller hier für schwaches Spiel. So, dann haben wir alle, bis auf einen Startelf-Kandidaten, alle. Und Manuel Neuer, der hat uns dieses Ding gerettet. Also ich bin kein Fan davon, jetzt Teuter wegen einer Blablabla, so einer Aktion irgendwie, wegen einer Aktion ist krass zu machen. Aber wenn ich jetzt hier gezwungen bin, mindestens einen Mann des Spiels zu finden, dann würde ich diesen Titel an Neuer geben, weil er diese eine Szene einfach hatte, in der er den Ball zweimal, fast zweieinhalb Mal pariert hat, kurz vor Schluss in einer wirklich kritischen Phase auch, als wir selber das Tor nicht schießen konnten. Und wenn, Gala wollte ich schon sagen, wenn Kopenhagen, wenn die Dänen dann das Tor schießen, in dem Moment, dann ist Game Over. Da hat er uns zumindest die Unbesiegt-Streak in der Champions League gerettet, deswegen Manuel Neuer, da Mann des Spiels, ansonsten nicht viel zu tun gehabt, im Spielaufbau viel mit eingebunden, weil das Ding halt an der Mittellinie angefangen hat und Manuel Neuer dann an der Mittellinie auch stehen musste, deswegen er da eingeordnet. So, dann haben wir noch Gnabry, wir haben noch Sané und wir haben noch Pavlovic, die eingewechselt wurden, und ich find's, ich weiß nicht wirklich, wie ich die Männer bewerten sollte. Vielleicht kann man sagen, Sané in Ordnung, Gnabry in Ordnung und hier, ich will nicht hören, wieso steht der Pavard, das soll jetzt für Pavlovic sein, weil der nicht in dieser Aufstellung ist. Haben es alle in Ordnung gemacht, würde ich sagen. Ein paar Chancen von Sané, vielleicht sogar hier eher. Ich habe mir von Sané ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr Power erhofft. Gnabry hatte einige Aktionen über die rechte Seite. Und Pavlovic war halt einfach solide, hat den Ball verteilt. In der Defensive war da nicht viel gebraucht. Hier ist ein Klassiker. Schreib mir gerne deine Bewertung für die Spieler in die Kommentare. Würde mich sehr freuen und generell gerne auch, was du von dem Spiel gehalten hast. Ob du ein Mann des Spiels hattest, ob für dich vielleicht einer in die Kategorie schlecht gehört hat. Und abonniere den Kanal. Hier siehst du es jetzt nicht mal. Wir wollen die 50.000 dieses Jahr noch voll machen. Hilf mir auf diesem Weg. Abonniere den Kanal. Hau rein. Ciao, ciao.